Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch eine sehr einfache Methode zeigen, wie wir Internetseiten mit pornografischen Inhalten komplett sperren können. Also quasi das halbe Internet. Das Ganze ohne zusätzliche Software installieren zu müssen und kostenlos. Ja, indem wir einfach hier bestimmte DNS-Server hier einstellen, nutzen. Die werden hier von der amerikanischen Firma hier oben DNS zur Verfügung gestellt, kostenlos, wie gesagt. Hier sieht man nochmal auch Family Shield genannt. Ja, das können wir einmal, hier sind noch ein paar Anleitungen hier, direkt auf der Seite hier, das ist die offizielle Website hier, opendns.com. Genau, man kann das einmal auf dem Router einstellen, wenn man das ganze Netzwerk schützen will, beziehungsweise diese Seiten fürs Ganze, also für alle Rechner im Netzwerk sperren möchte. Oder man kann auch für ja, einzelnen Rechner hier sperren, beziehungsweise die Einstellungen ändern. Das geht, wie gesagt, recht einfach. Wenn wir jetzt hier auf einem Rechner lokal die Seiten sperren möchten, dann rufen wir uns hier einfach dieses ja, Netzwerk und Freigabezentrum auf und hier auf der linken Seite Adapter Einstellungen ändern. Ja, hier wählen wir unser Netzwerk Adapter mit der rechten Maustaste draufklicken, dann auf Eigenschaften hier und hier wählen wir hier IPv4 aus, ja, einfach doppelklicken hier und hier unten, ja, in den unteren Bereich hier DNS Server haben wir die Option, hier müssen wir aktivieren, folgende DNS Server Adressen verwenden, die Adresse können wir einfach hier einfügen, ja, das ist einmal die 208.67.222.123 und einmal haben wir hier die, ich kopiere mir das einfach mal hier, 220.123, ja, das tragen wir jetzt hier ein beim alternativer DNS Server, ja, nachdem wir das hier eingetragen haben, einfach mit OK bestätigen und nochmal mit OK und schon, ja, wenn wir jetzt hier nachschauen, wurde übernommen, ja, schon sind jetzt diese Seiten gefiltert bzw. gesperrt. Wir werden gleich sehen, wie das aussieht. Das gilt jetzt hier allerdings nur für den einen Rechner hier lokal, ja. Alle anderen Rechner im Netzwerk ja, sind davon nicht betroffen. Wenn wir für alle Rechner im Netzwerk das ja, sperren können, die Seiten, dann müssen wir uns das, wie gesagt, auf dem Router, das ist jetzt hier eine Fritzbox beispielsweise, das geht jetzt hier einfach unter Internet Zugangsdaten, ja, das findet ihr, das ist jetzt beispielsweise eine 7320, das wird aber beim, ja, alle Fritzboxen so sein, ja, Internet Zugangsdaten, hier findet ihr die Einstellung und hier habt ihr DNS Server, allerdings müsst ihr hier, glaube ich, die Ansicht auf erweitert. Genau, also wenn euch hier diese DNS-Einstellungen fehlen, müsst ihr hier auf Ansicht Standard klicken, ja, damit die erweiterte Ansicht hier aktiviert wird. Und hier haben wir die Möglichkeit, zack, DNS-Server draufklicken und hier einfach die beiden IP-Adressen hier eintragen, ja, zack, zack. Und dann auf Übernehmen und schon ist, ja, sind alle Rechner im Netzwerk geschützt sozusagen. Ja, dann ist das, ja, gilt das fürs ganze Netzwerk. Genau, wir können jetzt mal, hier hat man nochmal die Möglichkeit, Test Your Settings. Ja, wir können hier einmal testen, die, ob das übernommen wurde. Hier die ganzen Einstellungen. Hier sieht man,
Das war erfolgreich. Ja, wir benutzen jetzt OpenDNS und wenn wir jetzt einfach mal zum Testen hier, ich schreibe mal hier einfach von Google und hier draufklicken, dann sieht es hier so aus, ja. This domain is blocked, ja, ist gefiltert halt. Genau, was wir jetzt allerdings noch machen, vielleicht nicht schlecht wäre, wir können hier, wenn wir jetzt, ich schließe das jetzt mal, und jetzt haben wir gesehen, wenn danach gegoogelt wird, dann erscheinen die Ergebnisse trotzdem hier, ja, und sind aber gesperrt halt. Was natürlich, Bilder sind dann nicht gesperrt jetzt hier, ja, die Bilder werden hier angezeigt. Um das zu verhindern, beziehungsweise dass wir auch hier die Suche sperren sozusagen nicht angezeigt wird, müssten wir, wenn wir jetzt hier nochmal auf die Einstellungen von dem Webbrowser hier gehen, auf Einstellungen, ja, auf Google Seite hier, Einstellungen, Sucheinstellungen, und hier haben wir Safe Search aktivieren, ja, die Option, einfach ein Häkchen hier setzen und speichern, nochmal mit OK bestätigen, und schon, wenn wir jetzt ja googeln, dann werden die, ja, die Ergebnisse auch nicht mehr hier angezeigt, aufgelistet, ja, und Bilder denke ich auch nicht, genau, ja. Ja, das war's eigentlich auch schon alles fürs Erste. Also das sind jetzt, wie gesagt, das ist eine sehr effektive Methode hier. Da werden vielleicht 99,9% der Seiten gesperrt hier, der Pornoseiten, ja. Wer allerdings, ja, da, ich weiß jetzt nicht, ob da Seiten mit Gewalt und Drogen und so weiter auch gesperrt werden. Da gibt es nochmal auch andere Möglichkeiten, vielleicht auch bessere. Ja, wer danach sucht, kann sich übrigens hier auf der Seite jugendschutz.de informieren. Da gibt es hier nochmal, ja, auf jeden Fall mehr Infos. Ja, genau. Das war's, wie gesagt, alles. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.